En dan maken we ons klaar. Pat. Fehler wie dieser hier sind zwar für den Zuschauer extrem lustig, doch für den Verlauf eines Wettkampfes eher unbedeutend. Es gibt aber auch Fehler in der Geschichte des Sports, die heftige Konsequenzen nach sich zogen. Wir zeigen euch heute daher die heftigsten Fehler der Sportgeschichte. Mit dabei sind Fehltritte, die alle Beteiligten noch heute bereuen, und unglaubliche Fehlentscheidungen, die international für eine Welle der Empörung sorgten. Wer noch heute die Fehler seiner Vergangenheit bereut und am liebsten alles rückgängig machen würde, seht ihr heute hier bei Wissenswert. Ach, und schreibt uns an der Stelle doch mal in die Kommentare, was bisher euer größter Fehler im Leben war. Wir sind gespannt auf eure Antworten. Beginnen wir mit der Nummer 8 und dem wohl größten Skandal in der Eiskunstlaufgeschichte. Die Rede ist von dem Attentat auf die Eiskunstläuferin Nancy Kerrigan am 6. Januar 1994. Kerrigan wurde beim Training zu den US-Meisterschaften in Detroit von einem zunächst Unbekannten mit einer Eisenstange attackiert und schwer am Knie verletzt. Tage später nahmen die Polizisten den Attentäter Sean Eckert fest. In Wahrheit steckte hinter der Attacke jedoch Jeff Gillowley, der damalige Ehemann von Kerrigans ärgster Rivalin Tonya Harding. Die damals 23-jährige USA-Meisterin Harding wurde sofort gesperrt und ihre Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Lillehammer abgesagt. Tonya Harding setzte ihre Anwälte auf den US-Verband an, bis dieser schließlich einknickte und die nationale Titelträgerin nach Norwegen mitnahm. Bei der Kürentscheidung schaute damals die gesamte Welt ins Eisstadion nach Lillehammer. Doch vor allem Tonya Harding hielt dem Druck offenbar nicht stand und patzte. Olympiasiegerin wurde die Ukrainerin Oksana Bajul vor Nancy Kerrigan. Harding wurde nur Achte, doch das Attentat hatte noch ein ernsteres Nachspiel. Harding wurde anschließend nämlich wegen Behinderung der Justiz verurteilt und für alle Eiskunstlaufmeisterschaften lebenslang gesperrt. Die Goldmedaille der US-Meisterschaft von 1994 wurde ihr ebenfalls aberkannt. Somit dürfte das Attentat auf ihre Rivalin Nancy Kerrigan wohl der größte Fehler ihres Lebens gewesen sein. Weiter geht's mit Formel-1-Legende Michael Schumacher. Der Rennfahrer aus Kerpen bei Köln kämpfte in der Saison 1997 mit Ferrari erstmals um den Titel. Sein größter Rivale war damals der Kanadier Jacques Villeneuve. Die beiden lieferten sich punktetechnisch ein Kopf-an-Kopf-Rennen und in Jerez kam es zum Showdown der Giganten. Schumacher lag bei dem Rennen vorn, doch in der 48. Runde startete der Kanadier Villeneuve einen Überraschungsangriff auf den Ferrari. Das wollte sich Schumacher offenbar nicht gefallen lassen und versuchte ein Abwehrmanöver. Dabei machte er jedoch einen entscheidenden Fehler und fuhr seinem Kontrahenten in den linken Seitenkasten. Er rutschte ins Kiesbett und blieb stecken. Villeneuve blieb auf der Strecke und wurde anschließend Dritter. Damit krönte er sich selbst zum Champion, Schumacher hingegen stand weltweit in der Kritik und auch die FIA schaltete sich ein. Sie disqualifizierte den Deutschen wegen Unsportlichkeit und entzog ihm alle WM-Punkte der Saison 1997. Kommen wir auf der Nummer 6 zum Fußball und dem wohl verrücktesten Eigentor in der Bundesliga-Geschichte. Die Rede ist von dem Eigentor des Kulttorwarts Tomislav Piplisa aus dem Jahr 2002. Der Torhüter aus Bosnien und Herzegowina stand damals im Tor von Energie Cottbus. Der Verein spielte in der damaligen Saison um den Klassenerhalt und es musste ein Sieg gegen Mönchengladbach her. Kurz vor Schluss stand es tatsächlich 3:2 und Cottbus steuerte einem Sieg und dem fast sicheren Klassenerhalt entgegen. Doch in der 85. Minute der Schock. Der Schuss des Gladbachers Marcel Witicek wurde abgefälscht, flog hoch in die Luft und senkte sich kurz vor der Torlinie ab. Piplisa hatte den Ball zwar im Blick, doch er blieb wie versteinert stehen, als der Ball auf seinem Kopf landete. Von dort aus ging er ins Tor und mit ihm Piplisa, der mit großer Verzögerung doch noch reagierte und seinen Körper nach hinten fallen ließ. Wenig später wurde die Partie abgepfiffen und Cottbus verspielte den Sieg sowie den vorzeitigen Klassenerhalt. Tomislav Piplisa ärgert sich auch fast 20 Jahre später über den größten Fehler seiner Karriere, der für immer mit ihm verbunden bleiben wird. Wir bleiben beim Fußball, doch auf der Nummer 5 blicken wir auf einen Fehler, der sich abseits des Platzes ereignete. Denn immer wieder kommt es aufgrund von kaputten Faxgeräten oder verspäteten Unterschriften zu kuriosen Transferpannen. Besonders skurril war allerdings der Fehler, den der ghanaische Profifußballer Abedi Pelé machte.
Pelé sollte nämlich im Herbst 1996 nach München wechseln. Er ging davon aus, dass damit Rekordmeister Bayern München gemeint war und glaubte, dass damit sein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung gegangen sei. Erst im Flugzeug nach Deutschland erfuhr er schließlich, dass Lokalrivale 1860 München gemeint war. Nach der anfänglichen Verwirrung blieb Pelé dennoch bei den Löwen. Es gefiel ihm sogar so gut, dass er 2 Jahre lang blieb und noch heute vom Verein und seinen Anhängern schwärmt. Übrigens, nicht nur Spieler unterschreiben manchmal beim falschen Verein, manchmal verpflichten Vereine auch den falschen Spieler. Das ist in der Saison 2000 und 2001 auch Energie Cottbus passiert, als man eigentlich den größten Coup der Vereinsgeschichte abwickeln wollte. Damals sollte der rumänische Starspieler Adrian Ilie vom FC Valencia nach Cottbus wechseln. Stattdessen machten die Vereinsmanager einen riesigen Fehler und verpflichteten dessen weniger talentierten Bruder Sabin Ilie. Der Stürmer kam insgesamt nur auf 10 Einsätze für Cottbus, nach einer Alkoholfahrt mit 2,05 Promille erhielt er dann eine fristlose Kündigung. Weiter geht's mit einem Fehler, der nicht nur besonders kurios ist, sondern einem Sportler auch noch den Sieg kostete. Der fatale Fehler ereignete sich im Jahr 2012 beim berühmten Köln-Marathon. Der junge Äthiopier Limeni Getachew, der in Köln seinen ersten internationalen Marathon lief, legte auf einer Länge von 42 Kilometern eine Glanzparade hin. Auf den letzten 200 Metern hatte der Langstreckenläufer seinen ärgsten Konkurrenten Alfred Kering aus Kenia deutlich abgehängt. Alles sah sogar nach einem Streckenrekord für den 21-Jährigen aus, doch dann geschah das Unfassbare. Statt geradeaus ins Ziel zu rennen, folgte der Äthiopier einem der Kameramotorräder und verließ die offizielle Marathonstrecke. Ein Ordner schickte den Läufer zwar wieder auf die richtige Strecke, doch da war der Fehler schon passiert und Kering gewann mit 2 Sekunden Vorsprung das Rennen. Bei den Paralympischen Spielen im australischen Sydney im Jahr 2000 triumphierten vor allem die spanischen Sportler. Insgesamt 107 Medaillen gewannen die Athleten von der Iberischen Halbinsel und belegten hinter Australien und Großbritannien den 3. Gesamtrang. Unter ihnen war auch die 12-köpfige paralympische Basketballmannschaft, die am 24. Oktober 2000 in einem spannenden Spiel gegen Russland mit einem deutlichen Sieg triumphierte. Das Team erhielt Goldmedaillen, Blumen und Lob, bevor sie ihre Nationalhymne auf der Weltbühne sangen. Die Sportler waren also auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, doch nur wenige Tage später folgte der tiefe Fall. Es stellte sich nämlich heraus, dass fast die gesamte spanische Basketballmannschaft überhaupt keine geistige Behinderung hatte. 10 der 12 Spieler hatten ihre geistige Behinderung nur vorgetäuscht. Unter ihnen war auch der spanische Journalist Carlos Ribagorda, der sich in das Team eingeschlichen hatte, um den Betrug aufzudecken. Das Team wurde daraufhin disqualifiziert und musste seine Goldmedaille zurückgeben. Weil Ribagorda später erklärte, dass er und andere Athleten nie hinsichtlich ihrer Behinderung untersucht worden seien, hatte dieser verheerende Fehler weitreichende Konsequenzen für die Paralympischen Spiele. Athleten mit einer geistigen Behinderung wurden nämlich unter Generalverdacht gestellt und von den Paralympics komplett ausgeschlossen. Erst in London 2012 durften sie wieder an den Start gehen. Unfälle mit Wurfgeräten wie Speer oder Hammer kommen in der Leichtathletik immer wieder vor, vor allem im Trainingsbetrieb. Oft weil der Athlet selbst beim Wurf einen Fehler macht oder sich andere Sportler und Mitarbeiter in der Umgebung falsch verhalten. Zum Glück gehen diese Unfälle oft glimpflich aus, doch der wohl bekannteste Vorfall ereignete sich 2007 während der Golden League Meetings in Rom. Gerade als sich der französische Weitspringer Salim Sdiri für einen Wettkampf vorbereiten will, durchfuhr ihn plötzlich ein stechender Schmerz. Ungläubig blickte er nach hinten und stellte fest, dass ein Speer ihn getroffen hatte. Dieser gehörte dem früheren finnischen Weltmeister Tero Pietikäämäki. Pietikäämäki war der Wurf völlig misslungen und der Speer bohrte sich nach etwa 80 Metern Flug in den Rücken des Weitspringers, obwohl dieser rund 10 Meter neben dem Speerwurfsektor stand. Sdiri hatte jedoch dank seiner Muskelmasse großes Glück. Er trug eine Muskelverletzung und eine kleine Wunde davon, weiter aber nichts. Im selben Jahr wurde auch der damalige Zehnkampf-Weltrekordhalter Roman Serble während eines Trainingslagers in Südafrika von einem Speer eines einheimischen Athleten an der Schulter getroffen. Auch Serble erlitt nur eine Fleischwunde.
Eine der größten Fehlentscheidungen der Fußballgeschichte war wohl das legendäre Wembley-Tor aus dem Jahr 1966. Damals stand Deutschland im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft und das ausgerechnet gegen die Gastgeber aus England. Die beiden Mannschaften schenkten sich nichts und es ging durch ein Last-Minute-Tor des Kölners Wolfgang Weber mit 1:1 in die Verlängerung. Noch war alles offen, doch in der 101. Minute und beim Stand von 2:2 traf der Engländer Geoff Hurst die Unterkante der Latte. Der Ball prallte senkrecht nach unten. Wolfgang Weber schoss den Ball anschließend zwar ins Tor aus, doch da war es schon zu spät. Das legendäre Wembley-Tor war gefallen und bis heute stellen sich die Fußballfans weltweit die Frage, war der Ball drin oder nicht? Der sowjetische Linienrichter Tofik Bachramow entschied auf Tor und schenkte England damit die Weltmeisterschaft. Zwar erhöhte England sogar noch auf 4:2, doch auch dieses Tor war eigentlich irregulär, denn auf dem Platz befanden sich bereits Menschen. Heute ist auf den Fotos ziemlich deutlich zu sehen, dass der Ball nicht hinter der Linie aufschlug, doch belegt ist dies bis heute nicht wirklich. Stattdessen ist das Tor zu einem echten Mythos geworden. Das war's auch schon mit unserem Video. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, welchen dieser Fehler ihr am heftigsten fandet. Ansonsten liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat, abonniert Wissenswert für mehr und bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.